willkommen bei Webster Folge Nummer 7. Heute mit einem WM-Sommer-Special. So, dann fangen wir mal an. Und zwar erstmal auf eplay-tv.de. Da möchte ich nochmal wieder auf etwas hinweisen. Und zwar, wenn ihr unter Schau geht, auf Websurf, könnt ihr wie immer Vorschläge einreichen zu normalen Internetseiten oder alles, was halt mit dem Internet zu tun hat. Egal ob Webbrowser, Webtools, Online-Spiele, wir werden alles vorstellen. Ja, und fangen wir mal an. Und zwar mit einem Binärcode-Übersetzer. Binärcode, ich weiß nicht, wie ihr es kennt, das ist die Computersprache mit 0 und 1, also 0 aus und 1 ein. Dieses kann den ganz normalen Text, den wir schreiben, also ganz normale Sprache, übersetzen in Binärcode oder auch in Hexalcode, beziehungsweise ins Hexadezimalsystem oder wie das heißt, keine Ahnung. Machen wir mal einen Test, schreiben wir mal ePlay. Klicken wir hier auf Encode und dann gibt er den Binärcode aus, also 01100 und so weiter, oder einen Hexacode. Gucken, was wir noch eingeben können. Geben wir mal ein Webserf ist toll. Ausrufezeichen. Das kodieren wir mal. Da haben wir das hier, Steuerung C, löschen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das andersrum aussieht. Wir haben jetzt Binärcode und wollen das in Text haben, also übersetzen in unsere Sprache, Steuerung und V. Dann steht hier Decode, also übersetzen. Tadam, Webserf ist toll. Wir können mal was anderes ausprobieren. Und zwar schreiben wir jetzt irgendwas. Ich habe keine Ahnung, irgendwie 0, 1, 1, 0, 1, 1, ja, Taste 0, 0, 1, 1. Mal gucken, was rauskommt. Ja. Machen wir was anderes. Man kann ja auch hier drauf drücken, auf dieses Kreis, also diese Pfeile, die im Kreis sind. Dann wird alles gelöscht. 1, 1, 0, 0, 1, 1. Mal gucken. 3. Also das ist 3. Die Zahl 3. Das war jetzt auch Zufall. Was könnte man noch eingeben? 2 gibt's nicht, also nur 0 und 1. Vergessen. Decode. Und das ist eine eckige Klammer auf oder ein Hexalcode 5b. So kann man auch ein bisschen so Geheimnachrichten schreiben. Wenn man zum Beispiel jetzt Skype irgendwie so ein Chat hat, also schreibt und dann möchte man, dass andere nicht wissen, was man schreibt, dann schreibt man halt in ganz normal Text, lässt das im Binärcode ausgeben, packt mal im Chat rein, gibt den anderen. Der andere weiß, wie man das übersetzt, geht da in den Übersetzer rein, übersetzt das und hat den Text und weiß, was der andere gemeint hat oder was der andere sagen wollte. Und die anderen Leute, die nicht wissen, wie man das übersetzt, die wissen auch nicht, was gesagt wird. Also eine Art Geheimcode eben, wenn man so im Chat ist. Das Ganze findet man unter thematrixer.net. Ja. Wie man jetzt was eingibt, zum Beispiel, hallo. Kann man auch das Ganze, wenn man jetzt nicht irgendwie kopieren, also so macht, sondern einfach nur Select, wird das Ganze schon selektiert. Und wenn man jetzt zum Beispiel Google geht und dann Steuerung und V, okay, dann nicht. dann keine Ahnung. Das wieder ganz normal löschen. Egal, lass ich einfach mal. Das Ganze natürlich im Forum in der Linkliste. Könnte ich auch nochmal zeigen. Wenn ihr auf eplay-tv geht, dann geht ihr hier oben ins Forum. Dann steht hier ePlay im Stream und dort gibt es die Kategorie Websurf, da geht ihr drauf und hier steht Linkliste. Und hier seht ihr dann die einzelnen Links zu den einzelnen Sendungen, zur letzten Sendung,
und so weiter. Ja. Wie ich auch gerade sehe, ich habe die Links zur sechsten Sendung nicht drin. Ich glaube, das muss ich noch reinmachen. Klar. Muss ja immer sein. Ja, gut. Hatte ich überhaupt. Ist das die siebte Sendung? Ich denke mal, das ist jetzt die siebte Sendung. Egal. Ja, sind wir jetzt hiermit fertig. Also thematrixer.net. Ich werde jetzt auch natürlich in der Linkliste reinpacken. Gehen wir zum nächsten Spiel. Und zwar ein bisschen Fußball wie angekündigt. Das Ganze nennt sich Soccer Dribble auf flashgames.de, was ich auch schon mehrmals vorgestellt habe. Wie spielt man das? Man muss den Ball so lange wie möglich hochhalten. Oben steht die Zeit. Man muss aufpassen, dass man eine Bombe, die da rumfliegt, nicht trifft, sonst hat man verloren und der Ball darf natürlich nicht am Boden aufticken. Man muss mit der Maus, indem man auf den Ball klickt, das ganze Zeit immer hochhalten. So, natürlich im Vollbild, damit das auch jeder sehen kann. Gut, gehen wir auf Start und jetzt versuchen wir mal was. Okay, Fail. Nochmal. Keine Sorge, ich kann es besser. Ich habe gesagt, dass ich besser kann. So, jetzt aber. Kommt die Bombe. Nein! War schon besser, war schon besser. Ich habe auch so schwitzige Hände, also es ist wirklich warm draußen. Nein. Ja, immerhin. Ah, die Bombe getroffen. Ah, das wäre sonst viel besser gewesen. Jetzt habe ich die Bombe getroffen. Ah, schon wieder. Diese blöde Bombe. Also da muss man wirklich aufpassen. So einfach ist das Spiel wirklich nicht. Und jetzt, wenn es warm ist, da kann man sich kaum konzentrieren. Wie besser. Oh, aber der war schon besser. Also achtmal. Ja. Komm, mehr. Ah, ja, jetzt fällt auf die Bombe und dann egal. Nochmal, komm, immer wieder, wir versuchen hier. Ah, das ist Bombe! Nochmal. Ah, verklickt. Aber es macht wirklich Spaß, man muss immer wieder versuchen, Übung macht den Meister. Mich jedenfalls nicht. Komm. Oh, ich habe so schwitzige Hände, ey. Das ist. Aber elfmal, also ich habe mich wirklich gebessert. Gut, ach, hier steht noch, wie viele Punkte man gekriegt hat. 231. Ja, komm. Ah, der hat die Bombe getroffen. Aber das Spiel macht echt Spaß, ne? Also. Komm, noch das letzte Mal, noch einmal machen wir es. Okay, das war zu früh. Nein, noch einmal, also das wäre jetzt ein bisschen blöd. Okay, achtmal, ich glaube, das reicht. Also mein Highscore war bisher 11. 19 musste man irgendwie schaffen, keine Ahnung. Top. Also ich glaube, das war mein höchster Highscore, 19. Ja, okay. Hier steht nochmal, wie viel Zeit man in der Luft verbracht hat. 0,6 Sekunden. Okay, das war jetzt die meiste Zeit in der Luft, ohne dass ich den Ball berührt habe. Hier gibt es noch irgendwelche Combo-Hits, keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Wer es besser kann, das Ganze nennt sich Soccer Dribble auf Flash Games, wie auch das andere verlinkt. Also wie der Binärcode-Generator ist das im Forum verlinkt.
Gut, zum letzten Spiel und zwar, wie jeder weiß, Beckham, der Spieler, Nationalspieler von England, kann leider nicht bei der WM teilnehmen, weil er verletzt ist. Dazu gibt es jetzt ein Spiel, das nennt sich Becks Can Still Play. Das heißt, er kann immer noch spielen, aber mit Krücken. Und bei diesem Spiel muss man das Tor treffen. Das ist ein bisschen schwer, weil er eben Krücken hat. Fangen wir mal an. Auch wie gerade im Vollbild. Für Kopf, wie man hier sieht.